Ja, man kann nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Habe ich gerade gehört, gestern war so die Abschlussfeier. Und dann ist die Schule auch Geschichte. Und das ist, tut auch so weh. Das war in Mannheim auch so. Orte mit einer perfekten Infrastruktur, wo alles da ist, ne? Wo nach und nach alles platt gemacht wird. Mannheim, da war noch das Schwimmbad, da war der tolle Sportplatz. Die ganzen Spielplätze sind hier genauso. Hier ist noch vieles davon da. Mannheim, da muss man jetzt schon suchen nach den Spuren. Ne? Wo war denn hier was? Bei den großen Polizeieinsätzen war das hier mal das Polizeihauptquartier. Ne? Auch eine schöne Nutzung für Schulen. Aber es spricht nichts dagegen, dass hier wieder eine Schule hinkommt oder was auch immer, ein Bildungszentrum, keine Ahnung. Wir träumen ja von so vielen Sachen. Ausstellungsräume, die irgendwann mal diesen ganzen Wahnsinn dokumentieren. Das tut auch so weh, ne? Wenn Norbert erzählt, die müssen, ja, sie müssen das alles dokumentieren. So war das mal. Es ist so zynisch alles, oder was da passiert. Dann gibt es manchmal Zeitungsartikel, so Greenwashing-Zeitungsartikel. Ja, die Archäologen. Die freuen sich, die kriegen auf einmal Funde, die sie sonst nie gekriegt hätten ohne Tagebau. Es ist ekelhaft, es ist so richtig ekelhaft. Es wird so viel vernichtet. Wir haben gerade so eine Aktion gemacht, manche haben es mitbekommen. Pfingstdienstag ist noch nicht lange her. Da haben wir eine kleine feine Radtour gemacht, zum dritten Mal jetzt, 3 Jahre hintereinander, den Wachszins in die Kirche zum heiligen Arnold bringen. Manche kennen die Geschichte. Arnold, der eigentlich sowas geworden ist wie der Schutzpatron des Hambacher Waldes. Und als Dank dafür, dass der Wald eigentlich erhalten bleiben sollte, gab es den jahrhundertelangen Brauch des Wachszinses. Die Gemeinden rund um den Wald, die waren verpflichtet, je nach Größe, je nach Einwohnerzahl Wachs in die Kirche zu bringen. Wachs war sehr wertvoll zu diesen Zeiten. Eine jahrhundertelange Tradition. Dann konnten die Gemeinden sich freikaufen irgendwann. Und dann schlief das so langsam ein. Und wir haben vor 3 Jahren damit wieder angefangen, kleine Wallfahrten dahin zu machen. Kerzen hinzubringen. Und das ist schön. Und jetzt auf einmal, das ist auch dieses Jahr ganz spannend, auf einmal ist der Schützenverein, ist das der Schützenverein gewesen oder ein anderer Verein? Die Gemeinde. Die Kirchengemeinde Arnoldsweiler hat am Pfingstmontag jetzt auch eine eigene Kerze hingebracht. Also vielleicht kommt man im nächsten Jahr sogar zusammen. Aber das ist auch nochmal, also es werden nicht nur Dörfer und Häuser und Bäume vernichtet, es wird auch ganz viel Kultur vernichtet. Und auch die Erinnerung an die Kultur, das will RWE gar nicht, dass solche alten Geschichten wieder in die Köpfe der Menschen kommen. Ja, wie Norbert erzählte, der hat es auch nicht verstanden als Kind, als sein Vater ihm noch zeigte, hier war der Hof. Ja, es interessiert Kinder vielleicht nicht so sehr, wir haben doch jetzt einen schönen neuen Hof. Und jetzt sollte der eigentlich zum zweiten Mal weg. Spricht alles dafür, dass er bleibt. Das kam jetzt gar nicht so richtig zur Sprache heute. Also in diesem Sondierungspapier, was ja veröffentlicht wurde, also da ist die Rede davon, dass die 5 Dörfer des 3. Umsiedlungsabschnittes erhalten bleiben sollen. Steinberg, Kuckum, Berberath, Oberwestrich und Unterwestrich. Lützerath gehört leider zum 2. Umsiedlungsabschnitt, ist damit quasi aufgegeben. Und dann gibt es noch ein paar einzelne Höfe, einen davon werden wir zumindest von Weitem heute sehen. Davon redet auch keiner, die sind genauso gefährdet. Und so wie Norbert es beschrieben hat, der Bagger baggert gerade zwischen Lützerath und Kallenberg. Und dann kommt als nächstes der Eggerather Hof. Und das wäre so unvorstellbar, dass... Also wir müssen es stoppen, da sind wir uns einig. So, jetzt höre ich auf. Ja, ich wollte eben noch mal zu dieser Schule was sagen. Also, wir haben ja einmal schon darüber gesprochen, dass RWE eben mit diesen Flächen, mit den Grundstücken spekuliert, daher auch nichts wieder abgeben will an die Gemeinde und dass auch im Bergrecht und in der Braunkohleplanung noch nicht vorgesehen ist, dass man früher aufhört, dass Flächen ja, gerettet werden. Und wie gehen wir jetzt mit den Eigentumsrechten um? Oder auch mit dem Wald, dem Hambacher Wald. Es ist noch immer nicht geklärt. Die Landesregierung drückt sich davor, die Verantwortung zu übernehmen oder einer Stiftung oder was auch immer, was zu gründen, dass es wieder dem Allgemeinwohl gehört. Wie es eben vorher war. Der heilige Arnold hat ja eine Allmende geschaffen, im Grunde genommen. Damals, das war eben ein Kollektiveigentum und es war klar, es war nachhaltig, es war festgeschrieben, wie viel Holz jede Gemeinde rausnehmen darf. Man durfte die Schweine wieder im Herbst die Eicheln fressen lassen. Aber was ich erzählen wollte, der zweite Teil ist, nicht nur die Flächen, sondern auch die Gebäude. Also ich finde immer, das Beispiel ist eigentlich total gut, Pödelwitz. Der Jens Hausner, der hat die Gemeindevorräte dort genervt und hat gesagt, nein, es ist noch nicht klar, ob das Dorf abgerissen wird. Der Bergbaubetreiber muss dafür sorgen, dass die Gärten gepflegt sind, dass die Bausubstanz nicht leidet. Der hat da so viel Druck immer wieder gemacht, dass er das dann geschafft hat. In Morschenich bei Hambach
war es so, dass RWE einfach rumgefahren ist und mit dem Bagger Löcher in die Dächer gemacht hat, um dann 2-3 Jahre später sagen zu können, ja, ist marode, müssen wir abreißen. Hier ist es ja ein bisschen anders. Hier haben die Dörfer durch ihren Widerstand geschafft, dass eben auch wenn Häuser verlassen sind, die Rollläden nicht ganz runter sind, da stehen Plastikblumen drin, es gibt noch Gardinen, sodass dieses Geisterdorf nicht ganz so krass aussieht wie in Morschenich oder damals in Mannheim. Aber ich finde, es ist doch eine Forderung, die überhaupt nicht zu diskutieren ist, dass sie jetzt diese Bausubstanzen hier pflegen müssen, dass eben ein Kindergarten die Fenster nicht zugemauert haben, sondern dass da jemand zu gucken hat, dass der gelüftet ist und im Winter auch ein bisschen die Heizung läuten. Ich finde das unmöglich, dass hier mit dieser guten Bausubstanz so geaßt wird. Ich habe es ja eben schon gesagt mit den ganzen Anschlüssen. Es gibt so viele Menschen, die gerne so eine Wohnung oder ein Häuschen oder eine WG hier einziehen würde. Es gibt also die Preise in Köln, ihr wisst das alle. Das wollte ich einfach noch sagen. Das ist die Aufgabe des Bürgermeisters und der Gemeinden auch jetzt danach zu gucken, dass die Bausubstanz geschützt wird. Das wollte ich nur sagen. Hat sich der Note ausgedacht. Oh, das ist klar. Wir haben vor 25 Jahren hier ein Grundstück gekauft, 2000 Quadratmeter, haben ein Haus drauf gebaut. Wir wussten vor 25 Jahren eigentlich schon, RWE, vielleicht müssen wir weg, aber wir waren uns damals schon ganz sicher, dass wir in 25 Jahren nicht mehr die fossile Energie brauchen. Damals schon. Und wir wurden nicht enttäuscht. Wir brauchen die fossile Energie. Wo wir enttäuscht wurden, sind die Politiker und RWE, weil sie nicht schnell genug umgeschwenkt haben. Das ist die Enttäuschung. Ja, Kuckum ist ein über 1000 Jahre altes Dorf. Alle Dörfer hier sind über 1000 Jahre alt. Ich sage immer, die Dörfer haben die ersten, zweiten Weltkrieg, die Kriege überlebt, Cholera und Pest, und wir überleben noch viel. Ja, 2016 haben wir hier einen Umsiedlerstatus bekommen. Das heißt, es war am Anfang extrem. Jeder hat versucht, so schnell wie möglich wegzukommen, weil Angst da war. RWE macht bankrott und dann stehen sie da zwischen den Stühlen. Und es war so eine richtige Welle, die dann geschlagen hat. Und irgendwann haben wir uns aber entschieden, nee, wir bleiben, wir kämpfen. Inzwischen war uns auch das Klima wichtig. Am Anfang erstmal 1000 Grundstück, aber inzwischen kämpfe ich nicht mehr für 1000 Grundstück, sondern für das Klima. Wir haben uns dann mit 9 Familien zusammengeschlossen, haben Menschenrecht vor Bergrecht gegründet, haben das Grundstück gekauft, wo wir vorbeigefahren sind. Und wir fühlen uns in der Gruppe mit 9 Familien und mit den Juristen stark und wohl, und wir kämpfen weiterhin. Und ja, also wie gesagt, Kuckum über 1000 Jahre alt. Die Kirchen wurden 982, meine ich, die Kainberger Kirche, schon erwähnt. Das heißt, die Kainberger Kirche ist älter als Notre Dame und Sacré-Cœur. Muss man sich mal überlegen. Ja, Kirche hat uns im Stich gelassen. Ich denke, ja, normalerweise sagt man so, der Kapitän verlässt als letztes das Schiff. Hier war es gerade umgekehrt. Ja, das ist, fand ich schon schlimm. Und ja, hier, Kuckum ist ein Straßendorf. Das heißt, die Dörfer sind an der Straße, die Häuser sind an der Straße und nach hinten sind die ganzen Äcker. So war das früher. Ne? Und da haben viele Leute, wenn man hier das Dorf entlang fährt, viele haben hinten so 18.000, 15.000 Quadratmeter Land. Das ist traumhaft. Viele haben ihre Pferde hier und sowas bekommt man nicht mehr, nicht in diesem Leben. Und vielleicht noch was zum Ökosystem. Wir haben hier entsprechend der Diviers 40 Quellen, die alle versiegt sind mit der Zeit. RWE hat das Recht, jährlich 240.000 Millionen Kubikmeter Wasser wegzunehmen. 200, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mal gesagt, kann das jemand im Schaden ausschauen? 240 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr. Das ist fünfmal so viel, wie Düsseldorf mit sämtlichen Industrien an Wasser braucht. Das wird hier weggebracht, das Wasser. Das Grundwasser. Ja.
Ja, alles der Irrsinn, ne? Man wird auch sprachlos, ne? Merkt man gerade so ein bisschen. Ne? So. Ja, und wie auch Norbert sagt, also es ist schon zermürbend, weil wenn man hier wohnt, es ist wirklich Tag und Nacht, RWE ist überall. Ob man joggen geht, ob man sich mit dem Mann unterhält, der sagt, ich kann es jetzt nicht mehr hören, fahr mal ruhig. Ob man mit dem Nachbar redet, was ist mit dem Feuerhaus, oder könnt ihr jetzt gleich doch noch einziehen, Oliver und Anja. Es ist Tag und Nacht und vor einem Jahr war es noch so, da war es im Sommer heiß und da haben wir wirklich überlegt, schließen wir das Fenster noch, dann können wir aber nicht schlafen, weil es zu heiß ist, machen wir es auf, können wir auch nicht schlafen, weil wir die Bagger hören. Also es ist zermürbend auf Dauer, ne? Das geht jetzt schon. Ja. Aber wir haben Hoffnung, wir haben jetzt vor einer Woche eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage. Was ich so schön finde, irgendwie, wir haben jetzt die Entwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven ja mitgekriegt, denn wir seit 8 Jahren, andere Leute sind schon viel länger am Start. Und hier sind auch ganz viele Menschen, die sich vielleicht vor ein paar Jahren gar nicht hätten träumen lassen, dass sie mal vor eine Kamera gehen, mal ein Video drehen, irgendwie was im Netz ist, Menschenrecht vor Bergrecht gründen. Norbert war mit Al Gore auf dem Podium in Berlin auf einmal, ne, lauter, oder Eckhart, wo wir nachher noch vorbeifahren, ist zu einer weltweit bekannten Persönlichkeit geworden. Vor 3 Jahren hätte der kein Mikro in die Hand genommen. Und ihr traut euch, das ist auch mutig. Ne? Und zum Thema Mut gehört auch, also ich habe hier angehalten, das ist ein Haus, das gehört Oliver Kannenberg und seiner Familie. Der hat verkauft an RWE, ne? So, und wohnt jetzt schon im Umsiedlungsort. Und der war aber der Erste, der auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, ganz offen einen Brief an RWE, er möchte sein Haus zurückkaufen, weil der Ort wird ja offensichtlich nicht mehr bergbaulich in Anspruch genommen. Und da fangen die tierisch an zu eiern, ne? Auf einmal, da weiß RWE gar nicht, damit umzugehen, ja, erstmal müssen endgültige Entscheidungen fallen, die Politik hält sich völlig raus, auch die Stadt Erkelenz. Damit haben sie nicht gerechnet, dass das auf einmal kommt. Inzwischen gibt es mehr Familien, die das machen wollen. Nicht alle gehen den großen Weg an die Öffentlichkeit. Aber von euch gibt es Videos, ihr habt ja noch dazu diesen unfassbaren Garten. Ne? Da sehe ich im Netz und denke dann ganz viel an meine Mutter. Die würde auch die Tränen in die Augen kriegen. Nein, das gibt man nicht auf. Und ich finde toll, dass ihr jetzt alle sagt, nein, wir bleiben. Und es spricht alles dafür. Jetzt müssen wir noch Lützerath retten und dann ist gut. Ja, das gehört auch Mut dazu. Ne? Hey.